Recht herzlich willkommen zur 239. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen da jetzt rein in unsere Rescue. War das der? Ich glaube ja, ne, oder? Na, dann müssen wir mal näher, dann wissen wir das, ne? Ne, der ist das gar nicht, oder? Pyrams Raumschrott. Doch, das ist der. Da müssen wir da rein und müssen dann gucken, dass wir den Pilgrim da rausholen, ne? So. Jetzt müssten wir da irgendwie bei 28 Meter sein oder so. Wo? Da? Da ist es. Wir müssen dann rüberspringen. Wo ist der Schrott? Schrott ist es ja nicht. Doch, stand da ja. Ausstiegsluke. Ja, Transfer, da ist er. So, jetzt haben wir ihn da. Und Crewbericht gibt's da auch noch. Geh mal Bord. Und Fahrzeug umbenennen. Das ist Schrott. Akzeptieren. Und aussteigen, ne? Eva. Space, let's go. Und Rucksack anmachen. Und da geht die Reise hin. Da wollen wir hoffen, dass wir da gut ankommen. Das sieht ja schon soweit ganz gut aus. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ein bisschen vor. Gucken, dass wir da gleich die Leiter irgendwo kriegen. Ist da? Ne, ich glaube nicht, oder? Jetzt müsste man die Luke sehen, wo die ist, ne? Da oben, okay. Dann bremsen wir mal ab. Und dann sind wir schon daneben. Und ein bisschen höher. Kommen wir da hoch? Kann der mal jetzt da? So. So, stopp. Shit, da war schon Bord. Grab. Und Bord. So, da sind wir drin, ne? Dann haben wir das geschafft im Endeffekt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir landen können, ne? Können wir da noch einen Crewbericht machen? Bringt aber nichts. Können wir irgendwas anderes machen? Bringt nix. Lock Pressure Data bringt nix. Gut, so viel Sprit ist da noch drinne.
Ja. Das ist jetzt das alles gewesen. Dann können wir jetzt gucken, dass wir die Landung anberaumen, ne? Er hat noch keine Dingens. Keine Punkte in irgendeiner Form. Das würde bedeuten, wir richten uns so aus gegen die Flugrichtung, oder? Und wo ist denn hier was? Aber wir können ja einfach mal schauen, dass da oben ist die. Carbon Periapsis. Nee, Debris brauchen wir nicht. Ist das jetzt hier richtig? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen erstmal das Ziel loswerden. Nee, das war falsch. Set das Target? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Manöver, nein, wir wollen jetzt eigentlich nur wegfliegen. Da ist das Ding. Target ist der Raumschrott. Das brauchen wir nicht mehr. Das war falsch. Kein Ziel, so, jetzt passt's. So, das muss jetzt kleiner werden. Und da müssen wir jetzt hier hinsteuern, oder? Dann wird das doch kleiner, oder? Ja. So. 44 oder wie war das? Gut ist. Okay, dann kommen wir der Sache näher und steigen dann ab. Und müssten eigentlich jetzt den Schrott ja loswerden hier, ne? Ja, eigentlich können wir das jetzt abschießen, ne? Richten uns aber mal einmal andersrum aus. In Flugrichtung einmal kurz. Und dann schießen wir das ab und dann geht es wieder andersrum. So. Lock Temperature, passiert nichts. Und Lock Pressure und Temperature. Naja, ist egal, aber das ist alles nichts. Sonst ist ja hier nichts dran, ne? Haben wir nicht wirklich. Ach doch, hier die Kiste ist ja auch noch dran, ne? Ne, das ist der Okto, da kann man nichts mitmachen. Radialsteuerung ein, aus. Okay, Fahrzeug umbenennen. Von der aus, das ist ja alles nix. Gut, dann war's das sozusagen. Können wir jetzt getrost warten, bis wir landen. So, und können wir mal ein bisschen warpen. Okay, da müssen wir natürlich dagegen steuern. So, jetzt wieder. Und fliegen wir da weiter, ne? Alles gut, oder? Ja, komm, mal, mach mal schneller hier. Allerdings müssen wir immer wieder ein Norden. Es wird dunkel. Können wir das Licht anmachen? Dann haben wir es nicht dunkel. Oh.
Okay, da gab es einen Dreher von Automatik. Wir sind bei 55.000 oder sowas. Okay. Wieso ist jetzt hier alles schon so angezeigt? Ah, jetzt kommt auch... Hat der kein Hitzeschild? Das wäre ganz schlecht. Doch, der ist da dran, ne? Ach so, das sind die Instrumente, die da gleich schon diese Temperaturen anzeigen, ne? So passt's, oder? Ja, das Thermometer könnte jetzt mal die Temperatur loggen, weil die wäre jetzt besonders hoch, ne? Aber tut's auch nicht, oder? Und da passiert auch nichts mehr. Das ist ja schade, ne? Könnte jetzt ja messen, wie heiß das ist. Ja. Jetzt fliegen wir da langsam rein. Da ist noch alles im grünen Bereich, aber hier geht gleich Thermometer kaputt und sowas. Also auf jeden Fall, das Thermometer wird gleich kaputt gehen, wenn ich das so sehe, oder? Das war das mit schnell vorspulen, das hat das in Schuld, oder wie sehe ich das? Macht jetzt nicht so wirklich den Eindruck, dass das Sinn macht, oder? Aber es steigt jetzt nicht mehr, glaube ich. Nee, geht nicht mehr höher. Schild wird ordentlich heiß. Kannst du schon ein Spiegelei drauf braten. Das verdampft wahrscheinlich. Krass. Oh, jetzt... Achso, nee, das ist, wenn man da drauf ist, okay. Jetzt bremst es aber ab, weil wir, glaube ich, in die Atmosphäre eintauchen. Die wird stärker. Ja. Geht hier noch was jetzt? Nee. Da. Nee. Schade. So. Hitze geht weg. Wir sind über Wasser irgendwo. Kann aber nicht so wirklich was sehen hier. Biom ist Water. Geht hier irgendwas? Auch nicht. Druck. Auch nicht. 13.000 Meter über dem Meer, oder wie ist das? Ja, weiß nicht. 11.000, 10.000. Ja, das sieht alles nach Wasser aus. Kein Land in Sicht. Dann passt's ja. Passiert nichts mehr. Passiert auch nichts mehr. So. Das Wasser sehen wir, es wird heller. Jetzt machen wir mal einen Schirm raus. Der ist gerade aufgegangen, oder?
Na, jetzt ist er aufgegangen. Da läuft. Super. Okay. Dann haben wir den gerettet, haben wieder eine Person mehr im Boot. Ne? Was haben wir denn da noch? 300 Meter, da können wir ein bisschen schneller machen hier. Das war da gleich Wasser. 100 Meter noch gleich. Nämlich jetzt. Und 60, 50 Meter. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Haben wir den aus dem All geholt. Und Plotsch. Ja, schick, oder? Wassertemperatur, kann man die messen? Nö. Wasserdruck gibt's auch nicht. Gut, hat nichts gebracht. Gibt's einen Crewbericht noch? Auch nicht. Haben wir alles schon erforscht. Gut, okay, dann können wir den bergen. Haben wieder jemanden gerettet, kriegen wir so ein paar Pünktchen dazu und ja, müssen dann gucken, wie wir in der nächsten Runde weiterkommen, ne? Sind wir in unserem Zentrum? Man kommt, da ist es. So, 0 Science-Punkte gab es dafür. Das haben wir an Geld wieder gekriegt. Ihn haben wir gerettet und er hat jetzt ein Sternchen gekriegt, oder? Und ja, dann können wir gerade noch hier reingucken vielleicht. Den haben wir nicht gerade gerettet? Ne, oder? Archiv? Wie hieß der denn jetzt gerade immer gerade? Tja. Ach, der hier unten war's. Der hieß ja doch anders. Okay, dann haben wir da oben noch einen, den wir noch holen müssen. Gut, okay, dann ist das erstmal geklärt. Aktive, available, Moon Orbit Cabin und Test TS-06 Tech Separator Splashdown at Cabin Rescue Anon from Orbit of the Moon. The Surface of Minmus. Okay, da sind ein paar Sachen bei, die müssen wir dann überlegen, ob wir die noch nehmen oder was wir erstmal weitermachen. Jo, aber für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare könnt ihr gerne schreiben. Ich antworte bestimmt. Bis dann. Tschüss.